die Todsünde. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Jesus sah von Weitem einen Feigenbaum, aber er fand an dem Baum nichts als Blätter. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Der verdorrte Feigenbaum, von dem wir heute im Evangelium gehört haben, ist ein Anlass für uns, einmal über die Todsünde nachzudenken. Die heilige Therese von Avila sagte über die Todsünde, der Herr zeigte mir die Beschaffenheit einer Seele, die sich im Stand der Todsünde befindet, wie sie ganz kraftlos ist, gleich einem Menschen, der vollständig gefesselt und gebunden ist und dem die Augen verhüllt sind, sodass er, selbst wenn er auch wollte, weder sehen, noch hören, noch auch gehen kann und in dichte Finsternis gehüllt ist. Ja, sie vergleicht es sogar mit einem Bild, die Seele als Kristall, über die eine dicke Pechschicht liegt. Weiter sagt heilige Theresia, alle guten Werke, die sie vollbringt, solange sie in Todsünde lebt, bleiben unfruchtbar und dienen nicht dazu, dass sie die Seligkeit erlangt. Und sie sagt noch, durch die Sünde hat die Seele die Verbindung mit jenem sprudelnden Quell göttlicher Liebe aufgegeben, die ihr ein und alles ist. Sie hat tatsächlich ihre ganze Frische und Fruchtbarkeit verloren. Doch nun können wir weiter fragen, ja, was ist denn eigentlich eine Todsünde? Im Katechismus unter der Nummer 1857 können wir nachlesen, da heißt es, damit eine Sünde als Todsünde zu beurteilen ist, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein. Erstens, die Sünde muss eine schwerwiegende Materie, das heißt einen Verstoß gegen die 10 Gebote zum Gegenstand haben. Die schlimmsten Todsünden wiederum sind Mord, Ehebruch und Glaubensabfall. Zweitens, der Mensch muss die Todsünde mit vollem Bewusstsein begehen. Das heißt, die Schwere der Sünde also bereits zuvor erkannt haben. Und drittens, die Todsünde muss mit bedachter Zustimmung, also aus freiem Willen begangen werden. Weiter sagt der Katechismus zur Todsünde, die schwere Sünde zieht den zweiten Tod, das heißt die Höllenstrafe nach sich, wenn man ohne vollkommene Reue und Buße stirbt. Die Vergebung der Todsünde kann im Bußsakrament oder durch vollkommene Reue, das heißt Reue aus Liebe zu Gott, erreicht werden. Der Empfang der Heiligenkommunion ohne Umkehr gilt als unwürdige Kommunion. Es ist zu berühren, wie auch heute noch die Pilger in Altötting zur Mutter Gottes beten. O Maria, hilf! O Maria, hilf! O Maria, hilf doch mir! Ein armer Sünder fleht zu dir. Im Leben und im Sterben lass mich nicht verderben. Lass mich in keiner Todsünde sterben. Amen. Jesus, wir bringen dir alle Menschen, die noch fern von deiner Liebe im Zustand der Todsünde sind. Rühre du sie an, schenke ihnen Reue und Umkehr, dass sie ganz in deine Liebe zurückkehren können. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, des Heiligen Judas Thaddäus, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters
die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von all deinen Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes Will so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut. Bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.